Per meine Lounge sitzen quattro giovani musicisti, ci hanno oggi da tot, qua sono Nico Silvestri, Alessandro Guglielmetti, Maurus Schädler e Nicola Leuthold. Beim Schnitz, willkommen. Ich nehme an, Sie sind zum ersten Mal da oben. Ich bin tatsächlich schon mal da oben gewesen, aber schon lange her. Also ich kann mich fast nicht mehr wirklich daran erinnern, aber es ist immer schön da oben. Kovai kul Romansch? Wie läuft es mit dem Romanisch? Kannst du mal aufsagen, was du schon kannst? Buonasera, bien divertiment. Ich habe eine Beleidigung, das sage ich aber nicht. Okay. Ich sage Bundi, ich habe grazie fitsch, grazie. Ja. Ja, also ihr seid Unleash, ihr seid jetzt da, es gibt fast zwei Jahre, im September zwei Jahre, jetzt spielen ihr schon so einen fetten Gig da. Realisieren ihr, was da passiert? Ey, ich denke, es ist sehr schwierig, um das überhaupt für so eine junge Band darauf klar zu kommen. Wir haben wahnsinnig viel von dem Band X-Oster zu danken, wenn ich so Zeug vom 2022. Und wir haben dafür geübt, wir haben dafür alles gegeben, wir haben gekämpft. Für uns war es das Ziel gewesen. Wir haben nichts anderes wollen, aber trotzdem wahnsinnig krass, wie schnell das gekommen ist und vor allem, eben, wie gross die Bühne auch ist. Das ist brutal cool. Euren Sound nennt ihr Melodic Drama Core. Wie würdet ihr das eurer Großmutter erklären, wie das tönt? Ah, aus Großmutter. Der Großmutter, okay. Großmami, wir machen Rock und der ist sehr dramatisch. Und du kennst sicher so klassische Musik von früher noch. Wir haben uns ein bisschen auch von der noch inspirieren lassen und haben so ein bisschen Gigen und so Sachen noch drin. Aber es ist ein bisschen härter als normaler Rock, also so wie vielleicht aus der Metal-Szene, als Schwermetallmusik. Also dort ein bisschen härtere Musik, auch, wo man ein bisschen den Kopf dazu schütteln kann. Genau. Ja, das ist sehr gut beschrieben. Ja. Meine Großmutter ist durch uns aufs Headbanger gestossen. Also von uns hat sie nicht Headbanger. Und jetzt hat sie so einen Nacken. Ja, und unsere Band ist die erste, die mein Großvater an einem Festival zieht. Also, wow. Das ist unser Achievement in Sachen Großeltern. Ja, Errungenschaft. Du hast es vorher angesprochen, Nachwuchswettbewerb Band X-Ost gewonnen. Das ist tatsächlich ein relativ grosses Sprungbrett. Das ist ein fantastisches Sprungbrett. Also, wir haben so viele tolle Möglichkeiten durch das bekommen. Und eben, auf so einer fantastisch tollen Bühne dürfen spielen, ist ein unglaubliches Privileg für uns. Und auch sonst, eben, wir haben überhaupt mal die Möglichkeit, dass die Leute uns kennenlernen können. Eben, durch so Bühnen genau und auch noch viele andere Bühnen, die wir bespielen dürfen. Zum Netz ist natürlich ein Highlight. Das ist auch super natürlich mit den Leuten, die man kennenlernt. Also wir haben jetzt mega viel Kontakt und Céline Fuchs, die Vereinspräsidentin ist von Band X-Ost, unterstützt uns, wenn wir sie brauchen und auch der Rest vom Team. Kann man einfach immer anschreiben, wenn man irgendeine Frage zum Business hat oder auch zu der Live-Performance. Und das ist mega wertvoll. Aus dem Grund habt ihr jetzt doch ein paar Gigs. Ihr habt auch im Quellrock gespielt, ihr habt noch ein paar Gigs vor euch. Vielleicht könnt ihr jetzt schon sagen, trotz junger Bandgeschichte, was ist eure schlimmste oder tollste Festivalerinnerung? Einfach nur die Festivals bis jetzt sind recht gut gelaufen. Ich glaube, wir hatten selten einen Ausrutscher. Ich glaube, es hat es ab und zu gegeben, dass wir mal ein paar technische Sachen nicht zu tun haben. Aber es hat meistens vor dem Gig. Also nein. Ich habe ein neues Wireless-Kettchen für Gitarre, das ich ausleihen konnte, weil das alte kaputt ist. Wo man zumindest während dem Gig ausgestiegen ist und die Gitarre einfach mute war. Das war mühsam. Dann hast du das Kabel parat? Nein. Ja, da wird man nervös. Ja, was mir mal passiert ist, wir haben seit neuestem so ein In-Ear-Monitoring-System, das heisst mit Kopfhörer im Ohr. Und mir ist mal bei einem Gig, wo ich mich zu fest bewegt habe, ist mir der Sender rausgespickt. Genau, Headbanger zum Beispiel. Der ist mir rausgespickt und der ist plötzlich irgendwo am Boden gelegen. Und ich habe nichts mehr gehört. Und dann musste ich so, mitten in den Song, mitten in der Strophe, irgendwie schauen, ah, warte, mache ich jetzt, oh, schnell irgendwie den Sender schauen. Und dann, ja. habe ich es dann irgendwie Küchle gekriegt. Jetzt muss ich dir noch etwas verraten. Wir sind vorher da mit dem Sam himself und haben das Interview geführt. Und dann haben wir gedacht, irgendjemand ist da am Umturnen da hinten. Und nachher habe ich gecheckt, dass du das warst. Du bist ja am Einsingen, oder? Genau, ja, ich war da hinten am Einsingen. Ja, nein. Nein, also ich habe schon darauf geblickt, dass sie nicht am Filmen sind. Nein, ich bin einfach, ich weiß nicht, wenn ich mich einsinge, tue ich mich gerne ein bisschen distanzieren. Und meine, bei dieser Kulisse, oh mein Gott, das ist schon, da gibt es Schöneres. Wahnsinn. Ich habe noch eine letzte Frage für euch. Ihr sprüht vor Energie. Was macht ihr jetzt mit dieser Energie? Da bleiben Zelten festen oder müsst ihr schon wieder abdüsen im Proberaum? Ein Teil von uns bleibt tatsächlich da, aber wir beide, wir gehen heute wieder heim. Wir bringen jetzt Zeug heim, aber kommen morgen wieder, weil wir haben 3 Tagespässe und das wird ausgenutzt. Wunderbar. Ja, wird natürlich das Festivalleben vom Lumnezia mitnehmen. Das ist so ein schönes Festival und lohnt sich definitiv auch zu. Also ich glaube, ich komme auch nächstes Jahr definitiv, wenn man nicht wird, nochmal spielen oder was. Scheißegal, es ist so geil da oben. Jungs, grazie Fitsch, Unleash. Ich wünsche noch
viel Spass und viel Freude am Festival.